Es war einmal vor langer, langer Zeit ein wunderschönes Prinzesschen, so schön wie du. Es hatte lange, weiche, braune Haare wie du, eine weiche Haut und zwei kleine Brustwärzchen. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, wie das ist, wenn einem ganz kleinen Mädchen sowas passiert? So ein ekliger, widerlicher Kerl kommt und dir wehtut, dass du dich ständig irgendwie beschmutzt fühlst. Gott, ich hoffe wirklich, dass ich dir nie begegne. Nie in meinem Leben. Ich wüsste wirklich nicht, was ich tun würde. Und keiner hat dich lieb, auch deine Mama nicht, weil die sich auch nicht drum kümmert. Und dass du denkst, warum bist du überhaupt auf der Welt? Nur damit du für ihn irgendwie herhalten musst. Und gleichzeitig das Gefühl hast, dass du den ja liebst. Liebe Mutter, ich kann seit 5 Nächten nicht schlafen, obwohl ich total müde bin. Und ich will dir jetzt erzählen, warum. Ich habe die letzten Tage versucht, dir einen Brief zu schreiben. Aber ich habe das nicht gekonnt. Es geht darum, was mit Papa und mir war. Also zum Beispiel erinnere ich mich an einmal, da war ich noch sehr klein, also ungefähr 7 Jahre alt. Und wir hatten uns hingelegt zum Mittagsschlaf. Papa und ich.